Lara, ich muss jetzt noch mal gleich einen Onkel treffen. Das geht aber ganz ratzfatz, 2 Minütchen. Ja, und dann geht's weiter im Kindergarten. Hab auch gleich noch eine Überraschung für dich. Wow. Ich geh noch mal ein bisschen Wasser. Uzi, uzi, uzi. Gluck, 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 gluck. Kikeriki! Ich hab mir ja schon meinen Namen gerufen. Ich könnte kotzen. Ricky! Kleine Spitzelnutzer, ich brauche Informationen. Hey, was bist du so frech? Wo ist das Hauptquartier? Ich brauche diese Info. Ich hab keine Ahnung. Dann kann ich mich für nichts garantieren. Für Moneten! Ich bin pleite. 100 Euro. 100 verdammte Euro. Ich weiß, das ist viel Geld für dich. Ricky, ich will die Info und du bleibst am Leben. Der Roggen ist reif für die Ernte. Was? Der Roggen ist reif für die Ernte. Spinnst du? Was ist mit dir los? Der Roggen! Der Roggen! Wo ist das Hauptquartier? Okay, Wacholderweg 8B. Okay, Ricky, danke dir. Hast der Gerechtigkeit einen kleinen Gefallen getan? Verzieh dich. Wenn die Knarre geladen wäre! Ja, auch egal. Wacholderweg, na gut. Werde ich da mal vorbeischauen. Bist du Ringo? Ich bin Ringo. Toni ist nicht da. Wo ist er denn? Hörst du dich hier noch im Haus? Du kannst mal deine verdammte Ware bezahlen, bevor du dich hier wieder blicken lässt, ja? Mal glaubst du, ich bin bescheuert oder was? Warum lass du ihn überhaupt rein? Der hat mich gefragt, Herr Penner. Womit hast du denn bezahlt, hä? Mit Paypal oder was? Na komm, ist auch egal. Komm, ich zeig dir mal meine neue Ware. Okay, gut. Mann, ich hab halt auch mal einen schlechten Tag. Ja, ist, nee, ist doch klar, da muss man auch mal ein bisschen durchdrehen. Komm. Können wir das mal probieren? Ja, probier's doch, ja. Ja, mach mal richtig. So. Mann, ey. Bist du nicht mehr ganz sauber? Zieh mal richtig hoch, komm, zieh mal richtig hoch. Oh, das ist gut. Oh. Alter, das ist gut. So gefällt mir der alte Ringo schon wieder. So, dann komm mal, ob sie die in die Satteltaschen reinkriegst. Okay, okay, das kriege ich auch noch. Was ist das denn? Gib mir noch nee, mal. Warte mal, die sind ja leer. Was ist das denn, warum sind die ja leer? Ja, komm, ist egal, ich geb dir die neuen. So. Mann, ey, ist das geiles Zeug. Ja, da schmeiß mal deine Mühle an da. Deine Schneemühle. Hä? Siehst ja selber aus wie ein Schneemann. Ah. Okay, komm. Farewell, Ringo. Komm, ein Panty oder was? Jetzt Tempo 100. Hier würde doch Tempo 70 reichen. Aber diese Raserei bringt doch keinen was.
Aber ich hab's echt mit dem Kreuz langsam. Kennst du das? Ja. Und wenn du die ganze Zeit stehst und guckst, wie diesen hier. Deswegen und wegen der Aktion, ne? Genau. Diesen hier und hier rechts ist mir komplett hochgezogen. Ja, ja. Kenn ich. Weißt du, bin ich letztens beim Arzt gesetzlich gewesen, oder? Ja, ja. Da musst du auch mal. Also wenn du irgendwas hast, der ist top. Der ist echt top. Der ist gut, ganz guter. Ja, aber... Wenn du hier mitten in der Stadt ist was. So. Ich sag's mal so, ich war jetzt neulich auf einer Kur da. Ne? Ja. Arzt. Ach, Quatsch. Ja, ich habe ein paar Bilder. Hier. Guck Ach, mal. Quatsch. Guck mal hier. Das hast du bezahlt bekommen, oder? Ja, sicher. Das ist doch der Micha, oder nicht? Ja. Da kennst du den auch noch? Ja, sicher. Oh, wer ist denn die Lady da? Ah. Alter. Jetzt hör aber auf. Danke. Lara, kannst Ohren wieder aufmachen. Bist wieder ruhig. Dann sieht ja alles gut aus. Was? Ist das der Peter? Das ist der Bier. Was macht der denn da wieder für eine Scheiße? Scheiße. Lara? Lara, wir fahren jetzt gleich in den Kindergarten, ja? Lara, ist in Ordnung, wenn du noch zwei Minütchen? Meine fertig alleine? Nee, so nicht. Strike ist schwieriger. Ja, schön die Linien hier rein. Haben noch nicht den ganzen Tag da. Komm! Er ist noch da. Nee, nee, lasst euch Zeit. Ja. Okay. Er checkt nichts. Ich muss mal was zerlegen. Komm. Mann, fertig! Vollstes Vertrauen in meine Ninjas. Entschuldigung, ist da jemand? Kann ich sehen? Kann ich sehen? Ist da jemand? Nein, nein, hier ist keiner. Hallo. Haben Sie Peter Drogenhüter nach? Nein, nein, nein. Was ist mit Ninjas los? Gehören Sie zum Hauptquartier der Gangster, Wacholderweg 8B? Ich wollte keiner mehr rauchen hier. Ich kenne Sie auch nicht. Nächste Verwechslung. Entschuldigung. Ja, ja, alles klar. Ja, tschüss. Ein Ninja. Was ist das denn hier? Oh Mann, ey, der hat sich bestimmt mal kontrolliert. Sah nicht gut aus, sah nicht gut aus. Ja, nur links, jetzt. Was hab ich denn, beigebracht hier? Komm, geh doch mal ran. Ran. Ja, jetzt links, 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 links treten. Links. Ja, jetzt. Treten. Unten treten. Hey, 14 Jahre lang nicht gesehen. Ja, hab ich gerne gemacht. Was ist das denn jetzt? Hauptquartier, Westwest, da vorne. Wo ist das? Bruce, ich hab keine Knarre mehr. Ich muss erstmal zum Kofferraum noch. Lara, ich brauch noch ein Minütchen. Guck mal hier, das ist der Hasi, Hasi, Hasi. Der Hasi! Utsi, Utsi! Der Hasi knutscht!
Pack mal's. Bruce, was läuft da? Ich weiß nicht genau, was sie vorhaben. Der steigt ein ins Auto. Wer ist das? Ist das dieser Ricky? Genau, der und so ein anderer Idiot. Du Scheiße, hat uns gerade noch gefehlt. Oh Gott, duck dich! Mann! Jetzt komm schon, nein, das. Jetzt halt doch mal an! Los. Mann, was für ein Scheißtag. Was ist los? Meine Ninas haben versagt. Ich meine, ich war gut, ne? Aber meine Ninas kompletter Totalausfall. Du warst noch nie gut. Ja, halt, du mal schön die Schnauze. Siehst auch nicht so aus, als hättest du heute einen geilen Tag gehabt. Ja, irgendwie, ehrlich gesagt spreche ich nicht gerne drüber, aber... Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich hab gepetzt. Ja, dieser Ricky ist so ein bekloppter Nuppenpreller. Der will bestimmt hier rein ins Hochquartier. Der steckt viel tiefer drin, als ich dachte. Ich hab einfach... gesagt, wo das Hauptquartier ist. Ich hab die Adresse verraten. Sag mal, bist du bescheuert? Nein, bin weißt, ich nicht. Weißt du, was der Toni mit dir macht? Hä? Ja, ich weiß. Weißt du das? Ja. Wieso fährt er denn jetzt hier vorbei? Halt kein Navi oder so. Sag mal, müssen wir nicht links ab? Was? Ach du Scheiße. So, jetzt aber. Komm zurück. Hier ist es doch, oder? So. Was ist das denn? Moment! Alter, da sind sie doch! Das sind sie doch! Du labern und schief! Schießt oder nicht? Ich treffe nicht! Verdammt! Hey, was ist denn hier los, hä? Können wir nicht mal ein bisschen Ruhe haben? Hier, wir arbeiten! Patrick Peter Drogendezernat. Aha, okay. Und ich bin Bruce Fett. Sind wir hier im Wacholderweg 8B? Ist hier das Hauptquartier? Nee, 8B? Nee, hier ist 8A. Wieso? 8A? Wir sind hier am Arbeiten. Wir backen hier. Das ist eine Bäckerei. Jungs, jetzt kommt doch mal her. Ihr solltet doch das ganze Mehl bringen. Alles im Griff? Ich kann's erklären, Cheffe. Wo ist die Hausnummer? Also, wenn ich hier gleich die Hausnummer 8A sehe, ja, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn ich hier gleich 8B sehe, dann gibt's Stress. Das hier soll ein Drogenkartell sein. Das ist doch Quatsch, das ist doch totaler Nonsens. Was denn sonst? Soll das etwa Mehl sein? Das ist eine Backstube hier. Wir backen hier Stutenkerle. Ach, und Croissants. Ja, das können Sie sich auch gerne mal angucken. Nee. Ricky, von dir habe ich die Information. Moment. Nein. Worum geht's denn jetzt wirklich? Ist das hier eine Backstube? Ja, sicher. Seit 25 Jahren schon. Oder? Der hat mal einen jungen Uhr. Ja, jetzt sag mal ruhig. Okay, das müssen wir checken. Auf jeden Fall. Ja, das ist ja kein Problem. Das kann man sich ja mal anschauen. So. Ihr zwei. Jetzt nimm den erst mal. Komm, wir rauchen eine. Oh, es war aber ein Dampfer, Mado. Das ist alles Mehl. Kokain ist ja sowieso illegal. Hab ich gehört. Mehl? Ja, natürlich. Das sieht doch nicht aus wie Mehl. Ja, da sieht man's doch noch hier, die Tüten. Ja, doch eindeutig. Stopp mal, ich muss da jetzt eine Prise von nehmen. Und? Warte mal. Es ist doch ein Lied! Was ist das? Seid echt nur für den Krippel gut. Fuß, bin ich sauber? Hab ich hier noch was? Nein, da, hier, unterm Kinn. Da musst du noch ein bisschen wegwischen. Ich hab die verdammten Taschentücher im Auto. Ach, der Toni hat einen Weg. Hey Leute, Waffe weg! Ich will Kickboxen! Ja,
ist noch Mann von Ehre hier. Na gut! Was? Was? Verdammt! Ich seh nichts mehr! Nicht zu viel ausgegeben. Hier, hast du den Hebel? Hast du den Hebel rum? Ja. Keine Schnäpse. Oh, Jakob. Aber. Mensch, Lara, das hat ein bisschen länger gedauert. Oh, das tut mir leid. Wir fahren jetzt zum Kindergarten. Hör mal, Lara, du darfst nicht immer die Jungs von der roten Gruppe verhauen. Sonst sei doch mal lieb zu denen. Sonst hast du dem einen den Eckzahn rausgeschlagen. Geht natürlich nicht.